Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man mit Zimtschnecken irgendwie einen gemütlichen Abend oder Nachmittag auf der Couch sich vorstellt. Draußen regnet's, man hat's warm, macht sich einen Tee oder Kaffee und sitzt in der Decke eingemummelt auf dem Sofa und beißt in eine Zimtschnecke rein. Es hat für mich immer was von Gemütlichkeit und kurz Pause machen. Ich glaube, deswegen lieben Leute Zimtschnecken, weil sie, auch wenn ihr Tag so stressig ist, sie zwischendurch kurz innehalten können, reinbeißen können und dann haben sie für einen Moment Ruhe. Ich bin Lea, Konditormeisterin und habe letztes Jahr auf dem Viktualienmarkt eine Patisserie aufgemacht. Ich habe mir gedacht, dass ich in meinem Laden nur so backen möchte, wie ich es mir überall gewünscht hätte. Das heißt, wir nehmen die besten Zutaten, kaufen so regional und saisonal wie möglich, backen jeden Tag alles frisch. Das ist so das Konzept. Manchmal sehr außergewöhnliche, exklusive Patisserie, aber mit sehr viel Liebe zum Detail und Liebe zur Qualität und zum Handwerk. Grundsätzlich ist das Sortiment bei mir sehr klein. Wir haben im Moment 7 Sachen da. Geprägt ist es so eine Mischung zwischen dem französischen und dem deutschen Einfluss. Was ich wahnsinnig liebe, sind die Lufticus, in Frankreich bekannt als Choux à la Crème. Das ist in der Brandmasse mit einer Streuselhaube draufgebacken für ein bisschen Crunch, die wir saisonal unterschiedlich füllen. Und ich liebe dieses Produkt, weil man bleibt in einem Produkt, aber kann trotzdem immer was komplett Neues kreieren und erschaffen. Dann gibt es einen Käsekuchen, den wir auf Wunsch flambieren. Cannelés. Cannelés sind so ein sehr traditionelles französisches Gebäck. Ich persönlich liebe Zimtschnecken und habe mich schon oft gefragt, wie die perfekte Zimtschnecke für mich wäre. Zuerst machen wir einen Teig, also einen schweren Hefeteig. Der wird dann aufgearbeitet und für eine bessere Geschmacksentwicklung kommt er erstmal für Minimum 12 Stunden in den Kühlschrank. Am nächsten Tag wird er vorbereitet, dass er touriert werden kann und man die Butterschichten einarbeiten kann. Dann pürieren wir den, schneiden den, bestreichen den mit Butter, bestreuen ihn mit Zimtzucker und dann ist er eigentlich so vorbereitet, dass er in die Form gelegt werden kann. Hefe braucht immer ein bisschen Zeit, um zu arbeiten und wird dann gebacken. Schlussendlich werden sie einmal kurz umgeflippt, damit die Form genauso ist, wie ich sie mir wünsche, und in Zimtzucker gewälzt. Das schönste Kompliment, was mir jemand jemals für die Zimtschnecke gemacht hat, war, dass er sie noch nie so lecker irgendwo anders bekommen hat. Es kommen wahnsinnig viele Leute, die immer wieder kommen und sich freuen, dass sie immer noch im Sortiment ist. Sie wird auch da bleiben. Also ich habe das ja oft gegengecheckt, ob ich wirklich backen möchte und das jeden Tag machen möchte, weil das ursprünglich mein Hobby war und so Hobby zum Beruf machen kann manchmal sehr schwierig sein. Aber ich habe nie irgendwas gefunden, was mir so viel Spaß und Freude bereitet hat wie das Backen. Ich habe mir eine Backstube, also wahrscheinlich die kleinste Backstube, auf dem Viktualienmarkt gebaut und allein dieser Punkt ist ziemlich cool.